Es wird später ein Video geben und du wirst das sehen. Ich schwöre bei Allah, das, was ich auf meinem Handy habe, das willst du nicht in der Öffentlichkeit sehen. Das meine ich nur gut. Und das ist keine Drohung, es ist einfach das, was ich dir ans Herz legen kann. Verstehst du, weil das artet langsam, ich schwöre, das ist Fremdschämen. Du sagst, wir sind Kinder in deinen Augen, wenn du uns nicht ernst nehmen würdest, würdest du dich nicht hier hinsetzen und über 2 Stunden ein Statement machen. Okay? Wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden. Wenn du uns nicht ernst nehmen würdest, würdest du dir nicht tagelang Gedanken darüber machen, was du redest im Leben, mit wem du redest und worüber du redest. Du würdest einen Umut nicht einschüchtern. Ich schwöre, ich kann euch die Memo abspielen. Bei Allah, ich kann die abspielen, wie Umut mir geschrieben hat. Arafat hat mich angerufen, der hat mich zur Sau gemacht. Er ruft ihn an, er sagt zu ihm, wieso äußerst du dich nicht zu der Thematik? Was hat ein Umut damit zu tun? Warum soll jetzt Umut live gehen und sagen, ja, da war so und so viel Essen oder da war diese? Das ist doch eine Sache zwischen uns. Du hast was gesagt, wir haben was gesagt, alles gut. Und dann holt er Umut in den Live rein. Umut, es ist kein böses Blut mit Umut, oder? Ich mag den Jungen, ich sag euch ehrlich, ich mag diesen Jungen. Und er will sich in diese Streitigkeiten eigentlich gar nicht einmischen. Aber wenn du von einem Arafat einen Anruf kriegst und sagst, ey, du musst dich dazu äußern, dann geht ein Umut rein und äußert sich dazu und sagt, ja, ich habe das und das. Der hat aber auch sehr vorsichtig geredet. Und ich schwöre bei Allah, weil du sagst, der Laden wurde zugemacht. Wallah billah, es gibt Leute, die haben bezahlt. Ich schwöre, sogar Freunde von mir haben ganz normal ihr Essen bestellt und haben bezahlt. Komm, sag mir, das ist eine Lüge. Bezeugt, dass es eine Lüge ist. Mit Yasin eine Abmachung. Hört ihr mich? Mit Yasin auch ganz klar abgemacht, dass das Thema zu ist. Khair ist Khair, jeder für sich. Und fertig, das Thema ist zu. Er hat zu mir gesagt, Arafat wird reingehen, er wird ein, zwei Sachen sagen. Kein Problem, soll er gerne sagen. Jeder hat seine Sicht der Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Aber sich hier hinzusetzen und die Leute auf mich aufzusetzen, mit den Finger auf mich zu zeigen und dann extra immer Sachen erwähnen, die hier eigentlich gar nicht reingehören, das ist alles andere als korrekt. Voila, das ist nicht korrekt. Ich weiß nicht, Vater. Ja, nee, man will korrekt sein, so. Man will die Sachen ein für alle Mal aus der Öffentlichkeit tragen. Aber das, was gemacht wird, das. Keine Ahnung. Ich kann euch einmal den Chat anmachen. Wenn ihr gerne was schreiben wollt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Versucht bitte nur respektvoll zu bleiben. Und ja. Also meiner Meinung nach, was hat jetzt die Einnahmen von Spotify 907 Euro, was ist so wichtig daran, dass man das unbedingt hier zeigen muss? So ernennenswert. Subhanallah. Er hat für alles draufgezahlt für Bahrain. Umut will, Umut will, Umut will. Ich kann Umut keine Anfrage schicken. Umut hat dann soll er off und online. Dann hole ich gerne den Umut rein. Sag den Umut, der soll auf und wieder an. Alter. Ja, Ivo. Jetzt mal, Bruder. Alhamdulillah, gut. Allah, was machen wir? Warum ist er raus? Auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch mal erwähnen will. Ja, das ist ja bekannt. Okay. Jetzt hat Barello sich dazu geäußert und hat was dazu gesagt. Der Punkt mit, okay, er hat gesagt, dass er ein Problem mit Shirin David hat. Warum
Wir reden ja vom Mann-Dasein und ich kann mich selber trauen, gegen die Leute zu reden. Warum setzt du dich ständig hin? Und also allgemein, weil das ist ja, scheint ein sehr, sehr privates Thema zu sein mit der Schwangerschaft und dass sie abgetrieben hat. Und du benutzt ein Barello als dein. Wie kannst du einen Menschen für deine Streitigkeiten nutzen? Ja, nee, für mich ist das ein kleiner Junge, der hat keine Ahnung davon. Und der hat nichts mehr gewollt, als dir Loyalität gegenüber zu zeigen. Das war das. Deswegen hat er das Ganze. Bringst. Ja, nee, wir reden hier immer von Islam und ich bin nicht perfekt. Ich habe selber Sünden. Ich bin kein Vorzeigemuslim. Aber die Art und Weise, die man hier repräsentiert und dann wegen irgendwelchen Verträgen auf anderen Namen krampfhaft, du bringst Vapes in Samras Namen raus, um damit Geld zu machen, weil du einen Vertrag damals mit ihm gehabt hast und seinen Namen patentiert hast. Ohne die Zustimmung und den Willen von diesen Menschen. In was für eine Welt sind wir angekommen? Okay? Ja, nee, so weit sind wir gekommen. Es gibt, ehrlich, ich schwöre, ich halt auch jetzt am besten meine Fresse. Ich will auch gar nicht mehr zu tief in die Materie rein, weil sonst, ich schwöre, wenn ich einmal meinen Knacks kriege, weil das ist gerade, guck mal, für euch ist es Öffentlichkeit, wow, der streitet sich mit dem, der. Das Ganze hier, das wird noch ein sehr, sehr böses Nachspiel haben. Ich bin ein Mensch, ich kann immer Angesicht zu Angesicht, egal wer es ist, egal Mann gegen Mann, ich stelle mich immer. Okay, aber ich werde euch das prophezeien, dass wenn was geschieht, Alhamdulillah, ich habe sehr, sehr gute Leute um mich und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Brüder, die hinter mir stehen, dass es eine hinterhältige Aktion sein wird, wenn es mal dazu kommt. Weil es vielen nicht passt, dass man die Wahrheit hier ausspricht. Habibi Jihad, vielen, vielen Dank. Ich küsse dein Herz. Dankeschön an jeden, der hier was reinschickt. Die braucht hier nichts reinschicken. Und wem die Wahrheit nicht passt, der ist bei mir falsch. Ich werde mir meinen Mund nicht verbieten lassen, ich werde meinen Mund aufmachen, egal was es ist. Ja, nee, sich darüber belustigen, es sind kleine Kinder, aber ankündigen Sonntag Nullo Live, als würde man ein neues Album rausbringen. Wo sind wir hier? Wenn du was zu sagen hast, weil es ist ja deine Meinung, es ist ja alles lächerlich und du willst dich nicht zu uns äußern, alles schön und gut. Ich finde es einfach nur traurig, dass es so weit kommen musste. Weiß ich, man hat eine schöne Zeit miteinander gehabt, man hat zusammen gesessen, man hat zusammen gegessen, aber diese Sachen im Hintergrund, die alle abgehen, die nicht so korrekt sind, bei Allah, die kommen weder von mir oder noch von Barello. Und egal, wer was anderes behauptet, ist eine Lüge, meiner Meinung nach. Und ich sage auch ab heute offen.